Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute weiß ich gar nicht, warum ich so gute Laune habe. Wer bestellt denn so ein Ding? Was soll diese riesige Spinne? So riesig kann keine Spinne sein, tut mir leid. Also so groß geht das gar nicht, weil wenn ich so eine echte Spinne sehen würde, dann wäre ich schon nicht über alle Berge, sondern auf einem anderen Planeten. Ja, ich wäre auf einem anderen Planeten bei so einer riesen Spinne. Das hier ist die Black Widow, eine Spinne, die wir selbst kontrollieren können. Wir haben hier auch so eine Fernbedienung dabei, Radio Control, also RC Black Widow, ferngesteuert, und die bewegt sich wie eine echte Spinne. Aber das ist doch, tut mir leid, aber wenn ich so eine Spinne in echt sehen würde, also, keine Ahnung. Ich sag ja, ich wäre nicht nur auf einem anderen Planeten, ich wäre in einer anderen Galaxie wahrscheinlich. Ja, wo es so welche Spinnen nicht gibt. Wobei, wenn ich in einer anderen Galaxie bin, dann gibt es da wahrscheinlich Spinnen, die sind größer als ich. Na egal. Leute, und die werden wir heute testen. Diese Spinne hier, ne? Bewegt sich halt wie eine echte Spinne. Ist ab 8 Jahren geeignet oder auch für Ältere, aber ganz ehrlich, auch nur für Spinnenliebhaber. Weil wenn man so eine Spinne jetzt auch, wenn das nur ein Spielzeug ist, sieht schon in der Verpackung relativ echt aus. Och nö! Nicht dein Ernst. Nicht your Ernst. Tut mir leid, aber das sieht sowas von heftig aus. Ah, das sieht aus wie eine echte Spinne. Hier. Wir hatten mal eine Spinne, die hieß Wolfgang. Das ist Horst. Ja, hier so. Oh. Ich glaube, manche Spinnen sind sogar giftig. Kann das sein? Und hier haben wir so ein bisschen davon was. Können wir vor Gott sein befreien, aber ja. Na, das hier ist die Fernbedienung, Leute. Hier brauchen wir aber überall, glaube ich, noch Batterien. Aber ich würde mir als erstes jetzt ganz gerne mal die Spinne anschauen. Und dafür muss ich das hier jetzt erstmal ausbauen. Was nicht so schön ist, die verliert ja die Haare hier, die Härchen. Und sind das echte Haare? Niemals. Nein, nein. Aber schaut euch das mal an. Die hat hier diese Rollen, natürlich. Das kann was werden. Leute, das kann was werden. Die sieht voll echt aus. Was ist das? Horst, wo kommst du eigentlich her? Oh Mann, ich glaube, ich tue hier mal Batterien rein und dann testen wir das Ding mal. Und die Augen, die leuchten ja. Also in Rot wäre das noch ein bisschen schlimmer. In Blau, finde ich, geht das noch. Also Batterien sind jetzt drin. Hier 4 und hier eine große. So, und jetzt testen wir das mal. Okay, die fährt ja. Ich dachte jetzt, die krabbelt eigentlich. Ach, die fährt ja. Okay. Trotzdem immer noch unglaublich creepy, voll gruselig. Also die fährt eher, als dass sie krabbelt. Ne? Das könnte halt so ein bisschen, ja, dafür sorgen, dass Leute vielleicht nicht ganz so viel Angst bekommen. Horst, Mensch, ich dachte, du krabbelst. Aber boah, das reicht eigentlich schon so, wenn die irgendwo so liegt und dann mit den Augen. Leute, stellt euch das mal vor. Abends oder so, ihr tretet da. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Will ich mir gar nicht vorstellen. Leute, was sagt ihr zu dieser gigantischen, ferngesteuerten Spinne? Oh, gigantisch ist das Ding. Na, ja. Leute, was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen hoch. Leute, gar kein Problem, ist so ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Aber was mir nicht so gefällt, Leute, das muss ich noch sagen, dass es hier die ganzen Härchen verliert. Das ist nicht so schön. Na, aber sonst, ganz okay. Man kann damit auf jeden Fall Leute erschrecken, Leute. Das geht, Leute. Naja, Leute. Ciao!